Wunderbar. Gut, dann schönen guten Morgen, alle guten Herr Kulturchef und Herr Direktor vom Conservatoire, Vertreter von der Presse, alle guten, schönen guten Morgen. Ich meine, die Absents sind toujours tort. Ich wünsche noch als besten DP-Conseiller von allen Zeiten vergesst, Madame Daniel Scholl. Pardon, du warst so, so klein, hat den Pim dafür, hat sich nicht direkt gesehen. Kennt doch nie mehr für das Jahr. Gut, nee, wie gesagt, fängt dann noch, der Morgen um an der Pressekonferenz, ich meine, die Lohner nicht da sind, die hatten dann Pech. Gut, Maja, also ich bin mal, erst einmal ganz froh, heute am Konservatoire begrüßen zu können, gerade lo, sozusagen um 4 Uhr von 2022, also im großen Projekt nächstes Jahr, für das Programm von der neuen Saison hier am Konservatoire können vorzustellen. 2022 ging ich eigentlich ganz kurz darauf an, schon gesagt, dass vier Abend von 2022 schon Projekte, die sind ran, Konventionen sind geschrieben, sind in der Löserlös unterschrieben an, ich meine, die Leute, die Projekte am Label 2022 kriegt haben, sind schon ganz begeistert, für das Lo weiterzutreiben. Ja, aber nicht nur, und sie auch eine ganze Reihe aller Manifestationen und Eventen, die Lo nicht den Label 2022 schon, die trotzdem einfach können, nächstes Jahr stattfinden. Und da wird man den 21. Oktober wird man eine große Pressekonferenz tun, wo man das ganze Programm allgemein vorstellen, aber natürlich auch für und allem die solchen Manifestationen und Eventen, die zu Eschheim werden stattfinden. Voilà, dann den Escher Conservatoire als neben dem Theater an der Kulturfabrik ein von den vielen positiven Beispielen, die weisen, dass die zweitgrößten Stadtteil zu Lützebüsch durchaus eine bedeutende Rolle an der kulturellen Landkarte spielt und das auch weiter möchte. Und schon ein Kerl mit Madame Pulver, ein Kerl ein bisschen gegextig. Wir sind mal Kulturhauptstadt, wir sind Sporthauptstadt, da wird man auch nächste Zeit ein Kerl vielleicht Hauptstadt von Lützebüsch gehen. Also schon das ganz witzig von Sie, nicht unbedingt, mehr. Voilà. Voilà, hier an diesem Stadtteil, also im Carré Culturel, dort ist im Moment auf dem Plan ganz viel. Und aus dem Carré Culturel, manchmal kann ich schon auf ein 5-Eck oder auf ein 6-Eck gehen. Wir haben das Conservatoire, wir haben den Theater, wir haben Casa d'Italia, wir haben das Cine Ariston, wir haben Kunsttal, auch noch mehr. Also das ist wirklich hier an dem Quartier, wo wirklich kultureller Plan wirklich ganz viel stattfindet. Und da sind wir auch ganz hilfreich drauf. Ich erinnere mich just an, darum, dass wir als Stadt Luxkontrollgebäude haben, just vis-à-vis gekauft haben, was dann an ein paar Jahren und in anderen Wert dem Conservatoire zugutekommen und auch durch so eine Extension sind. Ich meine, der Marc Treinen dreht 20 Jahre von einer Extension und dann wird das dann auch irgendwann ein Jahr Realität gehen. Was den angeht, hat die Kippe rund um den Marc Treinen dann noch wie alle Jahre und auch trotz Corona ein ganz interessantes Programm zusammengestellt, dass den Umgang mit der Pandemie kein einfacher ist. Eigentlich davon kann ich hier am Haus aber nicht nur ein Liedchen singen. Ich meine, der Marc Treinen hat das letzte Jahr gut hingekriegt mit seinen Kippen für auch trotz Corona, dass wir auch ein bisschen ziemlich einfach, mir auch letztes Jahr, wo wir noch voll dran wären, trotzdem ein Programm auf Bein zu stellen. Und das ist dann dieses Jahr, manchmal noch ein bisschen mehr extensiv. Gut, wir dürfen auch ein ganz Party kreativ aussetzen. Zum Beispiel, gut, Pro de Verte für die Schüler vom Conservatoire durch eine Version on demand ersetzt, bei der die Schüler individuell Rendezvous-Routen für einzelne Instrumente auszuprobieren. Und das ist auch mal einen ziemlich großen Erfolg, wie ich mal so gelöst habe. Lass mal hoffen, dass also das Programm vom Conservatoire, gerade auch für den Schulbetrieb hier im Haus, diese Saison ohne all zu viele Erschränkungen und Rekommendationen wird können auflaufen. Aber erst den Marc Treinen, den neuen Programm vorstellt, ging ich dann fort um meinen Kulturchefin, den Pim Knaff, wie ich auch noch probiert habe, und ich zurück. Voilà, vielmals merci. Merci, Bürgermeister, Direktor, live Membre von der Presse, live Dalia als Präsidentin von der Kulturkommission und live Invitéen
auch von meiner Seite aus ein schönen Morgen. Bürgermeister hat schon nur gedacht, wir sind um 4 Uhr von einem für die Stadt Dash ganz wichtigen Jahr 2022, dass das Jahr, was soll am Anfang, die Erfahrung, die wir die letzten 4 Jahre schon gemacht haben, für uns irgendwie zu wandeln, für einen Wandel zu gestalten, für mehr Importanz zu kriegen im kulturellen Plan, für den zu verwirklichen, für das nächste Jahr alles zu gehen, für unsere Nummer auf der Landkarte zu setzen, aber für darüber raus auch eine wichtige Rolle am kulturellen Leben an der Großregion zu spielen. Oder neben den kulturellen neuen Gebäuden, die wir entworfen haben, die wir entwickelt haben, die wir umgangs fertig zu machen, zu bauen, zu renovieren, wo man noch ganz anders gross die vielen, die auf die Stadt werden. Einer ist just 300 Jahre vom Konservatoire, das ist eine neue Karte Brot-Lenz, die noch wird, wie gesagt, die ganze Karte prägen, an den, wie gesagt, diesem Karikulturell, den man hatte, nach einer Nuss, wird gehen, die wüsste doch geplant, dass dort auf der Roder Lenz Kulturhäuser sollen entstehen, Kultur soll dort Stelle wird kreieren, der Promoter also ganz großen Kunst und Kultur kennen und dann hat er es versichert, die iterative Reprise, dass dann wie gesagt, kulturell auf dem Quartier etwas Leben herabbringen. Und wie gesagt, das gibt dann ein ganz Teil, das verbündet immer ein Aschmaterial, das verbündet auch dann die neue Quartier mit Singerkultur, damit dem karikulturell hier am gedrohenen Ägern schwingen. Das geht etwas, was exzeptionell ist. Ich habe gesehen, Zinaraner Projekt noch an der März 2022, wo wir werden diese Karte, die neue Karte, mit dieser zweiten Anfang Kulturkarte verbunden, nämlich die, wo die Kufe ist, wo die Bâtiment Feier ist, wo das Ferroforum ist, wo das Bridehaus ist, wo die Maison Musse ist. Du wirst mal gucken, die zwei Sachen mit denen zu verbannen. Das ist also ganz viel, was da ist. Erwartet, das ist relativ durch. Das ist alles Basis, das ist alles eine Strategie kulturelle Konnexion. Wie können wir alles mit denen verbannen? Wie können wir Kulturen, Kulturhäuser mit denen verbannen? Und noch Quartier. Wie können wir als Staat zu einem Einzigen machen? Und das ist das, wo wir Lohdruck geschafft tun und wie gesagt, da kann ich mich auch nur freuen als Kulturchef und die große Unterstützung, die das hat, für dich mal bei meinem Schäferrot, mir aber auch beim ganzen Gemeinderat, weil die Kulturprojekte immer relativ mit ganz großer Majorität waren, alle Unanimität gestimmt, die sind mir auch bringt von dem, was die Leute schätzen, was die Leute von erst die froh sind, dass man eine neue Direktion angeschlossen hat. Und gerade an dem Sinn, als der Konservatoire hat ihn von einem wichtigen Bestandteil vom kulturellen Leben. Für dich steht eine ganz wichtige Funktion, dass die von der Formation. Formation von jungen Musikern, Formation von Leuten, die wollen gerne Instrument lehren, Formation von Leuten, die wollen gerne Musik mit nur kennenlernen. Und da, wie gesagt, das ist die Hauptaufgabe, der wichtigste Bestandteil vom Konservatoire. Das ist eine ganz schwere Aufgabe, da müssen exakt sein, fleißig sein, muss ich viel üben, muss ich viel proben, muss ich eine gewisse Rigor haben. Und also ein Direktor ist natürlich da für Matzingen und Senior, die Schüler dat, die Disziplin weiterleben, ist auch zirkulärer Fried in der Musik zu haben. Dazu gehört natürlich auch das regelmäßige Ausschaffen von neuem Material. Und da wird Marc als gleich ein bisschen mehr drüber schwätzen. Wir gucken ganz schönen neuen Steinway Fliegel. Du wirst erst noch mehr so und du hast dann noch ein bisschen Aktivität drin, weil nie wird im Schulischen. Soll aber auch am Konservatoire, da soll auch ein Platz sein mit Leben, da soll ein Platz sein, wo Konzerte gespielt gehen, wo Profi können weisen, wer sie droppen, wo sie sich können defolieren, ob das sehen, wo wir können hier Kunst und ihre Musik bewundern können. Das ist das, was der Objekt von unserem Programm ist. An den lassen wir uns keine anderen vorstellen, wie als Direktor der Markt treiben. Merci.
Herr Bürgermeister, Herr Schaffen, Madame Conseillère, Präsidentin noch von der Kommission de Surveillance vom Escher Konservatoire, liebe Vertreter von der Presse, liebe Witte. Das ist soweit. Ich bin hier für die neue Saison, die neue kulturelle Saison, die neue Konzertsaison vom Escher Konservatoire vorzustellen. Die üblichen Fragen, die ihn bei so einem, ob so einem Moment gestaltet kriegt, das ist immer, ja, wie wäre es dann das letzte Jahr? Ganz ehrlich gesagt, ich will nicht darüber schwätzen, ich will nicht nur Hände gucken, weil durch die Pandemie war das einfach schwierig. Komm her, Freneis, komm her, gucken auf vier, komm her, sie positiv, aber komm her, gucken, wie es soll weitergehen für die nächste Saison. Wir haben meine Kieber nicht, wir haben ein, an einem flotten Programm, ein diversifiziertes Programm zusammengestellt, wo vielleicht den Undeel und hausinterne Produktionen ganz ein bisschen mehr höher ist, wie das sonst war, und das zum guten Grund. Am Kulturjahr 2022 wollten wir als Escher Konservatoire als auch über den Dote Weh mehr weisen und mehr nach außen drohen. Auch eine Frage, die ich oft gestellt kriegt, die ich aber gerne beantworten, nicht die vier Runden direkt Blick. Was ist es da neiz? Es sind einfach drei Sachen, die neu sind. Die erste ist das, eine Serie Jeune Talent, die für ganz, ganz viele Jahre mal während kurzer Zeit gauf, haben wir abliefen gelassen. Wir haben dort zwei Konzerte, wo wir Jungtalente aus Eisenreihen, aus Eisenschülerreihen, Bühnenmolenke überlassen, für das auch sie können an anderen Situationen, wie just eine Examensituation, weisen, was sie können. Und wir wollen ihnen da mal helfen, wie sie denn so schön für ein bisschen Flüge zu gehen, für eben nicht auch können zu verlassen. Also als Sprangbrett soll als Bündo benutzt gehen. Das zweite, was neu ist, das soll auch eine Serie gehen, das ist ein Schlappe-Konzert, das ist im Prinzip eine Serie, die durch das für Kanner, für als Jüngsten, Covid-bedingt, waren wir ganz einfach vorsichtig, am Hundestjahr nicht feiert, das ist im Prinzip geplant, dass für all Jahreszeit ein so Schlappe-Konzert statt soll finden. Wir haben aber dieses Jahr aus reiner Vorsicht nimmen eh geplant und dann ist es gedurcht für 22, 23 dann mehr Konzerne, der Dotterei, wie gesagt, vier Stück als Saison vom Jahr soll dann einkommen. Und dann komme ich zum dritten Punkt, was neu ist, denn Pim Knerf wurde für dich schon angedeutet, dass wir dicht an der Geschichte, der bei 100-jährigen Geschichte vom Escher Konservatoire, wo man in neuen Konzertflügel kriegen, wo nicht irgendwie ein Flügel ist, der vielleicht von der Zuschauer das könnte, ein Flügel, der vielleicht aus einem anderen Haus rüber könnte, das Flügel, den definitiv direkt von Hamburg, von Steinway & Sons ruf könnte, den wir auch die große Ehe hatten dürfen, selber rauszusichern zu Hamburg. Wie ist das zustande gekommen? Das ist zustande gekommen durch eine Kollaboration oder als jährlich über 40 Jahre alt Kollaboration mit der Gemeinde Süssem, wo ganz klar die Gemeinde Süssem den Flügel Eis zur Verfügung stellt. Wie war das da so? Ganz einfach, die Gemeinde Süssem organisiert selber keinen Musikunterricht. Die Schüler aus der Gemeinde Süssem, die wollen Musik machen, gehen entweder an die rundherum Laienschulen aus dem Kordal oder eben halt auch an der Konservatoire. Und wie dass du an anderen Schulen einen gewissen Minerval muss bezahlt gehen, den die Gemeinde Süssem bezahlt, wird eben das eine Gemeinde, die nicht wollte, ob ein finanziellen, wie soll ich das so ein Obolus wollt angehen, wird Gemeinde Süssem decidiert, als die Flügel da zur Verfügung zu stellen. Also auch da ein Merci und die politisch verantwortlich von der Gemeinde Süssem. Voilà, wir kommen dann lo zum Programm, wie ich das für drin erklärt habe. Piano Days, das ist der Start, und zwar vom 1. bis 3. Oktober.
Da haben wir den 1. Oktober, abends um 20 Uhr, geht den Piano angeweiht und direkt anschließend mit einem Konzert von unseren Enseignern. Dann haben wir den 2. Abend, den 2. Oktober um 20 Uhr, in Kollaboration mit Steinway & Sons und auch mit dem Ferruccio Busoni Wettbewerb aus Italien, haben wir die große Ehre für den ersten Preisträger vom diesjährigen Konkurs können zu begrüßen, nämlich den Jae Hong Park. Den Jae Hong Park ist nicht nur vom Jury als beste Pianist im Konkurs rausgesicht gehen, apprimiert gehen, mit nur noch eine Reihe anderer Preise vom diesjährigen Konkurs kriegt. Hoppla, ich habe den falschen Knöpfchen gedrückt, pardon. Den dritten Tag von unserem Piano Day ist das der Sonntagmorgen, den 3. Oktober 10.30 Uhr. Und da kommen dann definitiv auch als Schüler zu Ehren. Den Detail von denen Programmationen, den geht es ein bisschen mehr spät. An der Idee für auch bloß Instrumente zu promovieren, haben wir den Saxberg Ensemble invitiert. Der Saxberg Ensemble, ja, wenn ihr die Formation guckt, ist vielleicht echt ein bisschen speziell. Saxophonen, Euphonium und Klarinett. Das ist ein Ensemble, den eine Reihe Adaptationen spielt, mehr aber auch eine Reihe Wirker für ihn geschrieben wurde. Wir freuen uns also auf den 9. Oktober um 20 Uhr mit dem Ensemble Saxberg. Dann den 17. Oktober, der nächste Konzert aus unserer neuen Serie Jeune Talent, mit Lorraine Schuller, dem Valerie Stammert und dem Florestan Goffinet. Sie haben sich musikalisch kennengelernt an der Klasse von Jean Halsdorf und haben da auch ein Diplom Super gemacht. Neben ihren Studien, die sie entretan im Ausland machen, werden sie dann hier den Konzert, sonntags, 17. Oktober, um 11 Uhr hier am Haus spielen. Ich habe hier vom Busoni-Wettbewerb geschweigt, gibt aber noch einen ganz bekannten Wettbewerb, nämlich der Banff, aus dem kanadischen Banff-Wettbewerb. Da kriegen wir den ersten Preis vom Konkurs 2019. Der erinnert sich bestimmt, 1920 hatten wir den Viano-Quartett, demnächst 2019 war den Preis vom Banff-Wettbewerb auf zwei Quartette gefallen. 2019 hatten wir den Viano-Quartett. Und dieses Jahr haben wir dann den Mamen-Quartett, Streichquartett, die bei uns werden den 23. Oktober spielen. Der Konzert fängt nicht direkt um 20 Uhr an, sondern geht um 19 Uhr schon mit einer programmatischen Erklärung von unserem Prof, dem Jean Halsdorf, geht es los, also eine kleine Konferenz über das Programm. Und dann um 20 Uhr wird der Konzert dann angehen. Musical Storytelling, da gehe ich an Konnexionen. Konnexionen erstens mit anderen Partnern, in dem heutigen Fall Douglas Musikschule und auch die Europäische Vereinigung von den Jugendkonkuren. Das ist ein Projekt, wo Jungleute während einer ganzen Woche heute zuerst werden in Residenz sind, an der Jugendherberge notamment. Sie werden heute zusammen schaffen und wir werden dann den 13. November, abends um 20 Uhr, werden wir sehen, was sie da an der Woche da zusammen kreiert haben. Stand-up-Comedy, das ist der Abend von unserem Departement Diction Française. Sie haben versprochen, sie gingen uns alle Guten zum Lachen bringen, mit den Texten und Szenen, die sie als hier werden spielen. Da kommt den Diplom de Concert, wo wir auch zwei, das ist das Finale von der Ausbildung von zwei Studentinnen auf der Flöte, dem Marlene Navo und dem Jura Seo. Sie werden uns hier ein Konzertprogramm bieten, das ist ein öffentlicher Konzert, wo aber natürlich auch eine Jury wird dabei sein, für die Prestation zu beurteilen. Wir gehen an den Domain von den Kammervorstellungen mit Kreuzstadt zu New York, respektive Noël à New York, ein Projekt von P.W. Kaufmann, Anna Origa, zusammen mit Lynn Orazzi, Isabel Origa an Tränen als Erzählerin.
Ein Christgeschicht, wir werden sie um 10 Uhr den 5. Dezember auf Lützeburg erzählen und dann den 5. Dezember um 11.15 Uhr, also eine Stunde und ein Viertel mehr spät, auf Französisch. Den traditionellen Rendezvous, den 26. Dezember um 16.30 Uhr an der Josefskirche, als Brassband, die hier ein traditionelles Konzert spielt, mit einem außergewöhnlichen Solist, dem Owen Farr, aus England, um Alto, Alto en Mi Bemol, nicht zu verwechseln mit Alto Bratsch. Dann, an der Serie vier Stellungen für Kanner, ein Instrument, was bei mir passt, zweimal Samstag, der 15. Januar, morgens um 10 Uhr, an mittags um 2 Uhr, jeweils mit verschiedenen Instrumenten, morgens der Bläser und Tuchel, an mittags Streichinstrumenten. Da geht es darum, dass Kanner können die Instrumente kennenlernen, wie sie klingen, wie sie spielen, und natürlich auch selber dürfen das Instrument probieren. Dann den Jazz-Departement von unserem Haus, den 22. Januar und 20. Januar. Dann ein letztes Jahr ein Instrument, das bei mir passt, mit den Instrumenten, die wir bis jetzt hatten, nämlich Harfe, Mandoline, Gitarre, Perkussion und Akkordeon. Natürlich ist es klar, dass wenn wir schon so ein wunderbar neues Instrument zur Verfügung haben, dass natürlich dann auch vielleicht ein bisschen mehr Piano wird vorkommen an der Programmation, für das Instrument auch aufzuheben. Die hört Danny Kraus an den Christian von Blohn den 29. Januar um 20 Uhr mit einem Programm Goldbach-Variationen von Bach und auch die berühmte Variationen auf dem Thema von Haydn von Johannes Brahms. Dann den Alexander Mazza nach Renka Piano den 5. Februar um 20 Uhr. Alexander Mazza, ein ausländischen Pianist, ganz bekannt, willen natürlich auch als Pädagog tätig ist. Mehr Freien ist dann auch auf sein Konzert, wo Beethoven an César Franco Programm steht. Wir gehen an den Barock. Wir haben versucht, die Barockmusik, die immer mehr Adepte findet und immer mehr Amateure findet, auch an diese Programmation anzubannen, mit dem Titel Le Baroque Européen dans tous ses états. Wir hören eine Reihe von unseren Enseignern und auch vielleicht den einen oder anderen früheren Studenten, die auf Original-Barock-Instrumente das Programm interpretieren. Wir gehen an den Jazz. Mit Franz von Chaussy Quintett, der 4. März um 20 Uhr, den Franz von Chaussy in der belgischen Jazz-Szene, brauchen den Herr von Chaussy nicht mehr vorzustellen, ganz bekannt auch über Europa raus. Dann den Prix de la Musique, das müsste die 12. Edition sein, da stehen die Laureate dann nicht fest, das wird aber auch an den nächsten Tag geschehen, zusammen mit der Lützburger Militärmusik. Die Konzert ist nicht hier im Haus, weil wir hier leider die Militärmusik nicht auf die Bühne kriegen. Und ja, wir haben auch hier eine neue Konnexion gemacht, und zwar mit der Maison des Arts et Etudiants um Campus Universitaire Belval, sodass wir den Abend den Konzert von der Militärmusik am Kader von Prix de la Musique werden um Belval organisieren. Jean Talon, ein letzter Kehr, ein zweiter und letzter Kehr für die Saison, sonntags den 13. März um 10 Uhr mit der Junker Cellistin Lea Reutlinger. Dann ein Konzert, den aufgebaut ist auf ein Pianos-Duo, den Duo Lina Druard und Lino Razzi, der sich aber einer Freund mit dem Podcast, notamment de Laurent Clement Percussion, Nils Engel Batterie und Claudia Moulin Chant. Der 25. März, denke Piano und Cello, mit einem Thema La Belle Époque, Aufbruch in die Moderne. Wir hören dort Danny Kraus Piano und Jean Halsdorf Cello.
Wir gehen enker an den Bereich von der Bläser mit dem Konzert vom 23. April over so um 20 Uhr. Mich Bernski Konter Trompette, Jean-Claude Braun Chor, Claude Origa Trombone, Perkussion Serge Kattmeier Flavio Perotti an den Polbereich Urgel. Und dann zu guter Letzt gehen wir ab Samstag, den 30. April um 16 Uhr mit einem Schleppekonzert. Den steht unter dem Titel Die kleine Schieber als sing Schlang Bungee. Musik Romain Gross, Nils Engel, Alina Druach an Sharon André mischt die Erzählung und hat auch das Konzept von dem ganzen Entwurf. Voilà, das wäre für eine Saison. Es sind am ganzen 24 Konzerten des Jahr, 24 Evenementen, die hier am Haus stattfinden. Ich erinnere mich kurz daran, wen sich soll anlegen für ein Ticket für die Konzerte zu bestellen. Das geht selbstverständlich online. Das ist nämlich das System, wie es für den Escher Theater ist. Mit den nämlichen Pass auch Vergünstigungen, wie es am Theater stattfindet. Also da kann ich entweder online machen, auf concertoire.dash.lu. Respektive auf Ticket regional, kann ich selbstverständlich auch am Konzertar anrufen, das sind 274-9725, und kann ich selbstverständlich auch eine Stunde führende Manifestationen am Kies kommen. Dann ist doch möglich, ein Ticket vom Escher Theater im Konzertar zu kaufen, das ist natürlich auch möglich, umgekehrt ein Ticket vom Escher Konzertar am Escher Theater zu kaufen. Und dann auch noch selbstverständlich den City Tourist Office. Voilà, das wäre von meiner Seite. Ich hoffe, dass das ein Saison ist, die viele Leute, wo viele Leute werden etwas finden, was zu ihrem gut passt. Und ich sage euch merci für Ihre Aufmerksamkeit.